dein Ziel ist trotzdem noch WNBA und die USA. Ja, ich hätte jetzt nämlich ein Spiel vorbereitet. Mhm. Oh. So, David weiß auch noch nicht Bescheid. Das ist so eine Art Einbürgerungstest. Ach, der Amerika-Experte oder wie? Oje, oje. Jetzt bin ich mal gespannt. Also, das ist so ein, ich habe 4 Fragen vorbereitet. Mhm. Und ich habe immer pro Frage 4 Statements, weil die USA bekannt ist für verrückte Dinge und dann halt auch für verrückte Gesetze, die es in den jeweiligen Staaten gibt. Mhm. Und ihr dürft jetzt zusammen raten, das heißt, ihr spielt nicht gegeneinander, sondern ihr könnt zusammen entscheiden, was ihr dann nehmt. Mhm. Das heißt, ich lese 4 Sachen immer vor, 4 Statements, okay, und 3 davon stimmen. 3 Gesetze von diesen 4 gibt es wirklich. Ach, wir müssen das Falsche quasi dann zusammen rausfinden? Genau. Ah, okay. Hör ich mal. Da setze ich jetzt ein bisschen auf dich, Leonie. Du wurdest gedraftet. Du hast hier ein bisschen Druck, gell? Ich nicht. So, können wir anfangen mit dem ersten? Seid ihr ready? Perfekt. Bin sehr gespannt. Erstes Statement. In Washington ist es illegal, Bigfoot umzubringen. Als zweites, in Alabama darf man nur an Samstagen Murmeltiere jagen. Als drittes, in Texas darf man einen Stellvertreter zur eigenen Hochzeit schicken. Gott, Gott, viertens, in North Carolina darf man nicht in einem Kostüm an einem Meeting teilnehmen. Das nicht verkleidet sein. Kannst du das nochmal alles, also, oder hast du dir alles gemerkt, Leonie? Ich habe irgendwie die Hälfte schon wieder vergessen. In Washington, Bigfoot umzubringen, illegal. In Alabama, nur an Samstagen Murmeltiere jagen. Kennt man. Das ist der, oh mein Gott. In Texas darf ein Stellvertreter für dich im Prinzip dastehen und heiraten, wenn du nicht da bist. Mhm. Und in North Carolina darf man halt an keinem Meeting teilnehmen, keinen offiziellen, wenn man verkleidet ist in einem Kostüm. Okay. Eins davon stimmt jetzt nicht. Das muss man sich mal vorstellen, dass 3 davon stimmen. Ja. Sagt auch einiges. Was meinst du, was könnte schon mal sicher stimmen? Was denkst du? Ja, ich denke mal, das mit dem Stellvertreter kann man schon machen, oder? Ja, das würde ich auch meinen. Das ist halt Texas, das würde ich denen schon zutrauen. Aber sonst, was war das mit Alabama? Ich vergesse das immer wieder alles gleich. Nur an Samstagen darf man da Murmeltiere jagen. Irgendwie glaube ich schon, oder? Ja, würde ich auch sagen. Und das, die anderen beiden? Das andere, dass man im Meeting nicht in Kostüm teilnehmen darf. Welcher Staat ist das? North Carolina. Und Washington Bigfoot nicht umbringen. Wo tendierst du hin? Ich bin eigentlich, also für die falsche Aussage bin ich eigentlich eher fürs Kostüm. Ja, ja, ich auch. Okay. Dann nehmen wir North Carolina. North Carolina mit dem Kostüm? Ja. Falsch. Es ist Alabama mit den Samstagen Murmeltiere, das habe ich erfunden. Aber es hat halt voll reingepasst in diese ganzen Statements. Das heißt, okay, die anderen gibt es alle. Das nächste, ach, wieder 4 neue Staaten. In Vermont darf nur regionales Eis verzehrt werden. In Michigan darf man nicht betrunken mit dem Zug fahren. In Louisiana darf man nicht mit einem Bären ringen. Und viertens, in Iowa darf man an einem Sonntag kein Wohnmobil kaufen. Nochmal, was war das letzte? Wohnmobil kaufen an einem Sonntag ist streng verboten. In Iowa. Und das erste? Wir müssen jetzt ja eigentlich abschätzen, wie crazy du bist, oder? Weil ja, irgendwie schon, ja. Da müsste ich eigentlich einen Vorteil haben. Ja, hast du recht. Ja. Hast du recht. Ah. Also wir haben das regionale Eis, nur das darf verzehrt werden. Dann haben wir das mit dem Betrunken im Zug, dass man das nicht das darf. Das glaube ich irgendwie, das mit Betrunken im Zug, glaube ich, stimmt. Ja. Mhm. Und dass man nicht mit einem Bären ringen darf. Das glaube ich irgendwie auch. Und ja, das macht ja auch Sinn. Ja, ist doch irgendwie nicht ganz so schlau, ja. Und das letzte war das mit Iowa und? Dass man am Sonntag kein Wohnmobil kaufen darf. Das ist halt schon wieder, vorhin war doch das mit Samstag, oder? Und jetzt kommt er mit Sonntag. Es könnte halt schon sein, dass er sich da irgendwie, dass er sich sowas immer ausdenkt. Aber wer darf denn am Sonntag kein Wohnmobil kaufen? Aber obwohl, vielleicht haben die Shops da nicht offen, man weiß es nicht. Ja. Aber bist du für Wohnmobil und Iowa? Ja. Das nehmen wir. Okay, das nehmt ihr. Und wieder falsch. Es ist in Vermont. Das mit dem regionalen Eis. Regionalen Eis. Warum ich Vermont genommen habe. Das war mein anderer Guess. Ben & Jerry's kommt daher. Mhm. Deswegen. Das habe ich erfunden. Okay, das nächste da. Okay, doch. Wir fangen an. Kommt doch irgendwas mal zu Chicago. Dann kann vielleicht Leonie auch mal was dazu sagen. Da weiß sie vielleicht was. So, und jetzt, als ob du es lesen könntest, extra Leonie in Chicago.
ist es illegal, Küken zu färben und zu verkaufen. In Gainesville, Georgia, darf man Fried Chicken nur mit den Händen essen, also mit Gabel strengstens verboten. In Boulder, Colorado, ist es nicht gestattet, Sofas im Vorgarten zu haben. Und viertens, in Chesterfield, Missouri, müssen Männer in der Öffentlichkeit Hemden tragen. Also wir haben jetzt 4 Orte in den Staaten, das heißt, es ist nicht... Ah, sorry, wenn das letzte stimmt, dann weiß ich es auch nicht. Also als ob da alle mit Hemden rumlaufen. Ja, nee. Also ich würde es jetzt nicht ausschließen, dass es irgendeinen Ort in USA gibt, wo das so ist, aber als ob. Leonie, hast du... Ja, was meinst du? Kannst du das mit Chicago irgendwie... Küken, kannst du das einschätzen? Sofa und... Küken, Sofa, was war das zweite? Fried Chicken nur mit den Händen essen. Das stimmt doch, ja, oder? Das macht Sinn. Dass es das gibt als Gesetz? Glaube ich schon. Okay. Du hast ja in Stadien gemeint, oder? Wo? Nee, in den Orten. In den Orten? Achso, okay. Ja, aber könnte schon sein. Und das erste war mit dass man die Küken darf man färben in darf. Nicht färben. Nicht und, färben. Und dann verkaufen. Das heißt aber, wenn das ein Ort hat als Gesetz, bedeutet es ja theoretisch, dass du an anderen Orten das machen kannst. Das ist auch so verwirrend irgendwie. Man kennt sich gar nicht mehr aus. Also ich bin eigentlich auch, was ist denn das mit dem Sofa und dem Vorgarten? Das ist halt auch sowas, was du dir ausgedacht haben könntest. Ja, weil, Leonie, du tendierst auch dazu, Leonie, dass ich das ausgedacht habe. Sofa? Und was war das andere noch, wo wir überlegt haben? Dass man in der Öffentlichkeit Hemden tragen muss. Ja, eins von den beiden, glaube ich, ist es. Was meinst du, was sollen wir nehmen? Das musst du jetzt einschätzen, du kennst ihn besser. Ah, hast du recht. Dann, wir nehmen das mit dem Sofa. Und ich muss euch leider enttäuschen. Nein. Tatsächlich, man darf echt kein Sofa im Vorgarten haben. Es stimmt, in Boulder, recht. Colorado. Nein, sorry, also das Gesetz heißt, man darf es nicht. Ach so, man darf es, okay. Was ich mir ausgedacht habe, dass man in Chesterfield, Missouri Hemd tragen muss als Mann. Wow, jetzt haben wir schon die 2 richtigen gehabt und dann... Ja. Okay, wollt ihr noch ein letztes oder ist es jetzt okay so mit den 3? Wir müssen ja zumindest eins versuchen. Haben? Aber das sind schon echt wilde Sachen, die du dir da ausgedacht hast. Weil dann haben wir jetzt wieder was für Leonie, mit von wem sie gedraftet wurde. Ja, du warst ja auch so oft in Los Angeles und Chicago, du hast ja da so Ewigkeiten verbracht, also eigentlich musst du es wissen. Kalifornien. Färben und sie verkaufen. Kalifornien, Leonie. In Kalifornien dürfen Frösche, die während eines Frog-Jumping-Contests sterben, nicht gegessen werden. In Nebraska ist es nicht gestattet, Bilder von verstorbenen Angehörigen im Haus aufzuhängen. In Little Rock, Arkansas darf man nach 21 Uhr in der Nähe eines Sandwich-Shops nicht hupen. Ich frage mich halt, wie du die ganzen Sachen rausgefunden hast. In Tennessee darf man sein Netflix-Passwort nicht mit anderen teilen. Aber ernsthaft, wie hast du die Sachen rausgefunden, wo du das... Hast du meine Quellen. Ja, hast du wirklich, glaube ich. Okay, ich habe wieder alles vergessen gefühlt. Was war das Erste? Du darfst keinen Frosch, der während eines Frog-Jumping-Contests stirbt, essen. Frog-Jumping-Contest. Okay. Was passiert hier? Das glaubst du, Leonie? Also, dass es das gibt oder nicht? Es ist halt schon wieder so crazy, dass es stimmen könnte. Ja, und das Zweite? Nebraska darfst du keine Bilder von toten Angehörigen aufhängen. Das glaube ich irgendwie auch, weil es ist halt Nebraska. Ich glaube, da leben generell sehr verrückte Menschen. Und was ist das Dritte? Dass man nach 21 Uhr in der Nähe eines Sandwich-Shops nicht hupen darf. Das klingt ausgedacht von Finn. Das ist nur so mein Guess. Ja, und er lacht schon auch so. Das ist bestimmt. Aber das hat er immer gemacht, auch wenn wir falsch lagen. Ich weiß nicht, was das ist. Ich bin ein fröhlicher Mensch, Leonie. Ah, du bist eher ein schadenfroher Mensch, eher, glaube ich. Und was Vierte? Netflix-Passwort darf man nicht weitergeben. Das könnte auch von dir ausgedacht sein. Aber nehmen wir das Dritte, oder? Ach, schön, dass du einfach. Schön, dass du das einfach entscheidest. Na, ich frage ja. Das war schon eine Frage. Ich bin dafür. Bist du dafür? Komm. Das hast du dir ausgedacht. Leider 0 von 4. Das heißt, das war richtig. In Nebraska ist es nicht gestattet, Bilder von Angehörigen aufzuhängen, die tot sind. Das habe ich mir ausgedacht. Bist du dir da sicher? Weil Nebraska? Ich weiß es nicht. Ja, gut. Also, Leonie, da hast du noch ein bisschen was zu tun, bevor du dann in die USA ziehst. Ja, gut, aber du hattest jetzt auch nicht den besten Partner. Also, da hätte ich teilweise Finn auch ein bisschen besser einschätzen können. Das kann man schon auch sagen.
Das ist mir alles crazy. Ja. Bist du sicher, dass du in die USA willst mit den verrückten Menschen? Man munkelt. Ja, es gibt vielleicht so ein paar Staaten, wo man nicht unbedingt hin muss.